Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Assassin's Creed. Wir sind genau an der Stelle wieder, an der wir in der letzten Folge stehen geblieben sind. Und zwar bei der Geisterverfolgung. Yeah! Who you gonna call? So, wo ist er? Da hinten. Laufen wir mal hinter dem Kollegen hinterher. Geht er denn dahin? Komm mit. Hier hinten auf der anderen Seite war doch der Mineneingang. Da erinnere ich mich doch noch dran. Ist ja so lange nicht her. Desmond, das war ziemlich cool. Kam mir ganz normal vor. Hier lang kommen wir rein. Gut gemacht. Wir war. Sorry. Irgendwie scheint das Spiel gerade ein Problem zu haben mit der Akustik. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt Stimmen gehört habt. Ich habe keine gehört. Deshalb werde ich einfach das Spiel nochmal neu starten. Verdammt. Verdammt, ja, da müssen wir jetzt durch. Es tut mir echt leid. Aber ich habe jetzt keine Stimmen gehört. Ich habe auch keine Umgebungsgeräusche gehört, fällt mir gerade auf. Hätte ich vielleicht mal früher drauf achten sollen. Nicht, dass ich die Kopfhörer wechseln muss. Naja, wir gucken mal. Dauert so lange nicht. Das kriegt man überbrückt. In der Zeit können wir ja so ein bisschen, sagen wir mal, mit der Community sprechen. Wir haben ja mittlerweile fast bundesweit Sommerferien. Und ich merke es zumindest an den Minecraft-Servern zum Beispiel. Das ist jetzt nicht zwangsläufig so, dass die Leute die Ferien dazu nutzen, um zu zocken. Ja. Daher, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr derzeit macht in den Sommerferien. Beziehungsweise, wenn ihr das erst nach den Sommerferien gesehen habt, was ihr in den Sommerferien so gemacht habt. Wo wart ihr denn alle? Warum waren denn die Server zu leer? Das ist ja nicht nur Minecraft. Also der einzige Server, der immer brachial voll ist momentan, ist der Rocket League Server. Was ich aber auch vollkommen verstehen kann. Rocket League hat mir übrigens so ein bisschen meine FIFA-Skills kaputt gemacht, möchte ich fast behaupten. Das war gar nicht so gut. Ich habe jetzt eine ganze Zeit lang mit dem Robert zusammen Rocket League gespielt und mit dem Stefan. So, jetzt? Hallo? Okay, ich höre zumindest schon mal Umgebungsschritte. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die vorher auch hatten. Ja gut, wir werden sehen. Komm mit. So. Da hat der Heulballen wieder gefehlt. Desmond, und schon wieder reden sie nicht. Was ist denn da los? Aber ich hab Sound drauf. Das kann's nicht sein. Sprachlautstärke ist auch auf 10. Geht jetzt auch nicht lauter. Blut ist auch an. Ich wechsle mal eben die Kopfhörer. Keine Ahnung, ob das daran liegt. Tun wir die hier mal weg. Nehmen wir halt mal die großen. Ich hoffe, dass ich dann den Postmann noch klingeln höre. Weil die sind gut geräuschunterdrückend, um es mal so zu sagen. So. Setzen wir die mal auf. Also zumindest haben wir Blut schon mal an. Cool. Kam mir ganz normal vor. Hier lang kommen wir rein. Ach, es lag anscheinend an mir. Gut gemacht. Wir warten dann einfach hier oben, ja? So ganz allein. Mit Zielsuchern auf dem Rücken. Sehr eigenartig. Offensichtlich lag das an den Kopfhörern. Das heißt, es könnte gut sein, dass ihr eben Ton hattet und ich einfach völlig unbegründet das Ding ausgemacht habe. Und dabei lag es nur an mir. Warum geht das nicht an? Ärgerlich. Ach, endlich raus aus dem Animus. Das ist nicht unbedingt meine Vorstellung von schön. Lass mich raten. Du bist mehr der um 6 ins Bett-Typ. Was? Desmond? Ich bin nicht so langweilig. Ja, sehr überzeugend. Überzeugt. Okay, wenn wir die Welt gerettet haben, zeige ich's dir. Hey, kann ich das schriftlich haben? Wir haben Licht. So. Was war das? Ach, na super, jetzt muss natürlich ein Helikopter.
Helikopter über mein Haus lang fliegen und ich habe alle Fenster offen. Ey, das tut mir echt leid. Aber es ist halt von hier aus ja auch nicht so weit bis zum Flughafen. Also das heißt, wenn auch jetzt ein Flugzeug durchfliegt, dann könnte man das durchaus in der Aufnahme hören. Also da entschuldige ich mich schon mal im Voraus. Übrigens auch Flugzeuge, die richtig laut brummen. Aber ich mag die Fenster nicht zumachen. Das ist einfach derzeit zu heiß. Lauf, verschwinde, bevor die Soldaten dich schnappen. Correte! Los! Sie flohen hier lang. Was? Ezio und die Einwohner. Nach dem Angriff, ich kann sie sehen. Ich weiß, es ist schwer. Aber versuch dich abzugrenzen, Desmond. Konzentrier dich aufs Jetzt. Und wenn die Visionen nicht aufhören? Wie lange noch, bis ich die Wände mit Symbolen beschmiere? Das ist nicht lustig. 16 ist tot. Wir konzentrieren uns auf das Jetzt, okay? Dafür, dass aber Subjekt 16 tot war, war dieser zumindest auch in die Glyphenrätseln ganz schön präsent noch. Ich habe so das Gefühl, Subjekt 16 werden wir nochmal thematisieren. Super, es klemmt. Ich passe durch. Bereit. Lass es bloß nicht fallen jetzt. Kriegst du das Tor irgendwie auf? Nicht, wenn ich nicht enden will wie dieses Skelett. Ich suche mir einen anderen Weg. Ja, das scheint ja so schwer nicht zu sein. So. Ja, wir sind, zumindest in dem Spiel haben wir... Von hier aus komme ich in den Korridor unter mir. Pass auf die Ratten auf. Wo? Ich dachte, wenn du welche siehst. Danke für deinen wertvollen Hinweis. Hier drüben, Desmond. Ja, was wollte ich gerade sagen? Es ist natürlich, also dieses Spiel scheint die Gegenwart wesentlich aktiver mit zu integrieren als der Vorgänger. Das gefällt mir übrigens. Ich bin ein großer Freund davon, das Spiel hier in der Gegenwart mit stattfinden zu lassen. Zumindest so als kleine Ausgabe. Desmond? Mehr Geister. Ich bin hier, ja? Bleib bei mir. Ja, ich sehe dich ja auch schon. Das ist noch, kann ich die Geister unterscheiden. Von richtigen Leben, was? Ach, hier oben, okay, alles klar. So, schauen wir mal. Ezio! Hm? Wollen wir da weitergehen? Ich habe immer Angst, dass wir irgendwelche Collectibles vergessen. Aber hier scheint nichts Sammelbares zu sein, okay. Gehen wir mal weiter. Wurdest du getroffen? Nein, ist Mutter wohl auf? Desmond, da kommen wir nicht hoch. Oh doch. Und wenn du mir Schwung gibst? Keine gute Idee. Ich könnte dich hochwerfen und du greifst die Kante. Noch schlechter. Komm mit. Das ist doch relativ easy. Wie wär's damit? Was hast du denn vor? Gut gemacht. Stets zu Diensten. So, weiter geht's. Wie alt sind diese Tunnel wohl? Mittelalter, schätze ich. Zum Glück halten die Balken unser Gewicht. Nach der ganzen Zeit im Animus bin ich da nicht so sicher. Ich wollte nichts sagen, aber du wärst langsam fett. Autsch. Rebecca hat sogar schon den Animus verbreitert. Im Ernst? Nein. Nein. Natürlich. Natürlich könnte das nicht klappen. So. Dann geht's wieder zurück. Mann, aber du wolltest halt auch der Frau nicht im Weg stehen, ne? Wollte ich eigentlich mal einmal Gentleman sein und zack, bereue ich es wieder. Ich sag ja, sei nie nett zu anderen. Und los geht's. Machst dir keinen Gefallen. Bereit. So, ich gehe davon aus, jetzt kommen gleich nochmal Geister. Ah. Als ich zuletzt hier war. Als Ezio hier war. Ja, ich meinte Ezio. Ich hätte dich da nicht reinziehen dürfen, das war falsch. Hey, ganz im Ernst, ich habe den Spaß meines Lebens. Und das verdanke ich dir. Pass nur auf, wo du hintrittst, okay? So. Bin ich mal gespannt. Also wir erinnern uns ja noch
wann wir das letzte Mal in dieser Familiengruft waren. Das ist ja alles schon ein bisschen her. Aber die Frage ist, was hat sich halt seitdem getan? Ich bin wirklich, wirklich gespannt. Seit wann ist das mein Job? Wenn ich alle Hebel bewegen würde, was bliebe dann noch für dich? Nichts. Netter Versuch. Bereit? Oh, hat ja vorher hervorragend geklappt. Da, ein Hebel! Jetzt kannst du es doch. Hier geht was auf. Okay. Gut, dann sehen wir mal zu, dass wir da hochkommen. Wie schön, dass die strukturellen Veränderungen in der Wand immer genau da sind, wo man sie braucht. Ich hänge hier fest, aber ich sehe einen Hebel auf der anderen Seite. Super. Ezio darf mit Katharinas Forza baden und ich schwimme im Klo. Ja gut, er hatte aber auch kein einfaches Leben. Versprochen. Den hier habe ich. Ja, komm. Zack, sehr gut. Da vorne ist noch ein Hebel. Komm hier rüber. Wo ist noch ein Hebel? Ah ja, ich muss ins Wasser. Uah. Okay, wie alt werden die Fäkalien wohl sein? Naja, hoffen. Nein, lass das doch mal, Mensch. Hoffentlich haben die Fäkalien sich hier schon alle unten abgelagert. Oh Mann, ist das kalt! Nicht jammern! Du hast leicht reden, du schwimmst auch nicht in der Renaissance-Kloake. Und jetzt kuscheln. So. Puh, ich stink. Du übertreibst. So, dann bin ich mal gespannt. Das ist natürlich ganz schön tricky gerade. Denk dran, das ist der Spaß deines Lebens. Ja, ja. Die muss aber auch alles auf die Goldwaage legen, die Gute. Hm? So, jetzt sind wir auch hier durch. Jetzt können wir Frau Klugscheißer auch überholen. Bereit? Alles klar. Und zieh! Was sind das denn für extrem umständliche Mechanismen? Okay. Warum wirst du eigentlich nie nass? Dafür habe ich dich. Charmant. Ja, ne? So, und jetzt hier auch bitte nochmal wieder zusammen. Ich hab dich. Danke. Ezio, wir sind auf der anderen Seite. Schnell! Oh. Ah, da oben geht schon die Hotte ab. Hier hat ein Kampf stattgefunden. Katzo! Gott, rette mich! Okay. Die werden wahrscheinlich nicht gestorben sein, wenn sie da runtergefallen sind. Ist immerhin alles voller Wasser. Super, die Brücke ist hin. Zu weit zum Springen. Ich habe eine Idee. Du musst mir helfen. Geh an die Kante und mach dich bereit. Was? Bereit. Ja, und wer macht das jetzt mit mir? Fragen über Fragen. Geschafft. Lass mal sehen. Also wirklich. Geh du nur ruhig vor. Ich bleibe hier im Dunkeln und spiele mit den Ratten. Ah, okay. Spring rüber. Das hat ihr natürlich auf Anhieb gesehen. Gerade für die Ratten. Ach. Erstmal. So, okay. Wo geht's weiter? Ich sag mal hier hinter. Soldati, hier ist dein Eingang. Da oben ist zu. Ich hab das Gefühl, wir werden hier unten lang gehen müssen. So, wo sind wir jetzt? Hui, okay. Da hätten wir uns gleich fallen lassen können. Ist noch Wasser hier unten. Was soll das denn? So, wie kommen wir jetzt weiter? Ich warte hier. Gut, ich hol dann mal die Brücke für dich runter. Die letzte habe ich gemacht. Ja, aber es war nur deine letzte. Haha, sehr lustig. So, eigentlich können wir doch ohne so weit... Ne, können wir nicht. Da oben. Brauchen wir sie ja schon wieder. Okay, das Spiel sorgt schon dafür, dass wir
nicht auf die Idee kommen, die Bude zurückzulassen und die Arbeit einfach selber zu machen. Wir sind dann doch noch ein bisschen aufs angewiesen. Hab's! Dankeschön, Desmond.